Hallo und herzlich willkommen beim ersten Lore-Video zu Phyrexia All Will Be One. Die Welt, wie wir sie kennen, steht vor einem Scheidepunkt, denn die Phyrexianer stehen kurz davor, mit ihren Streitkräften eine Invasion des gesamten Multiversums zu starten. Was bisher geschah? In Dominaria United bemerkte Khan die Anwesenheit phyrexianischer Sleeper Agents. Er alarmierte und vereinigte die verschiedenen Völker Dominarias, bevor er in die Gefangenschaft von Elesh Norn gerät. Wer neu in der Story ist oder nochmal eine Auffrischung braucht, findet den Videolink zur Zusammenfassung in der Videobeschreibung. Die Planeswalker schmiedeten im nächsten Set The Brothers War den Plan, in die Zeit zurückzureisen und die Bedienung des Silex zu erlernen. Dazu haben sie sich bei Ursa persönlich abgeschaut, wie es funktioniert. Dieses Artefakt kann dazu genutzt werden, ganze Planes zu zerstören. Nun sind wir im dritten von vier Sets über die phyrexianische Invasion, Phyrexia All Will Be One, angekommen und die Planeswalker befinden sich auf der Plane New Phyrexia, um einen eigenen Angriff zu starten. Dort angekommen, bleibt ihnen nicht viel Zeit, sich durch die verschiedenen Schichten durchzudringen und das Silex im Kern zu zünden. Kaito erwacht, sichtlich desorientiert und durcheinander auf New Phyrexia. Bei der Ankunft muss er und die anderen Planeswalker wohl auf eine elektromagnetische Barriere gestoßen sein. Elesh Norns Werk, wie sich später herausstellen wird. Leider nicht so effektiv, wie es sich die Prätorin gewünscht hätte, denn sonst wäre Kaito wohl nicht mehr da. Er scheint von der Schönheit dieses Ortes überwältigt. Makellose Sanddünen, die es mit den Schönsten auf Kamigawa aufnehmen könnten, das Rauschen der See, der warme Sand zu seinen Füßen. Das muss doch das Paradies sein. Und doch, jetzt, wo er sich mit geschlossenen Augen tiefer in den Sand sinken lässt, wird ihm bewusst, warum er hier ist und was für eine schreckliche Bedrohung Phyrexia für alles Lebendige im Multiversum darstellt. Um dieser Erkenntnis etwas mehr Nachdruck zu verleihen, rüttelt ihn die Wanderin mit ein paar unsanften Schlägen so richtig wach. Kurze Zeit später bemerkt er, dass es hier doch gar nicht so idyllisch ist und seine komplette Ausrüstung abhanden gekommen war. Kein Schwert, keine Tanuki-Drohne, alles war verschwunden. Im Gespräch zwischen den beiden wird klar, dass nicht viel Zeit bleibt. Elishs Barriere verhindert die Manifestation der Wanderin auf dieser Plane. Als kleiner Lichtblick sieht Kaito dabei zu, wie Nahiri hinter seinem Rücken ohne jegliche Mühe oder Verletzungen, bis auf eine kleine Schramme am Nacken, eine phyrexianische Monstrosität zerlegt. Diese erläutert dann, dass die Truppe an Planeswalkern wohl bei der Ankunft durch den Schild komplett über die Plane verstreut wurde. Naja, wenigstens sind dafür ihre Fähigkeiten hier wahnsinnig brauchbar, denn es besteht hier im Prinzip ja fast alles aus Metall. Die zweieinhalb stapfen weiter tapfer durch die öde Wüste Phyrexias in der Hoffnung, der geplanten Flugbahn zu folgen und werden sich immer mehr darüber bewusst, wie lebensfeindlich hier alles ist. Alles ist entweder eine Täuschung oder darauf aus, Lebendiges zu vernichten. Oder vielleicht sogar beides. Überall fremdartige Symmetrien, riesige Monumente, nichts, das auch nur im entferntesten menschlich aussah. Die fünf Sonnen Merodins scheinen noch schwach durch den dichten Nebel, als sie zwei gigantische Eisensäulen entdeckten, in dem sich eine elfisch anmutende Statue mit Kleidung in Stahlseilen verfangen hatte. Warum? War das eine Falle? Plötzlich überkam Nahiri die Gewissheit, dass es einer der Planeswalker war. Sie mussten ihn befreien, ganz gleich, ob sie damit in eine Falle tappen würden. Nachdem sie sich mehr schlecht als recht bewaffneten, kam es zum Kampf gegen diesen phyrexianischen Schlangendämon, den sie glücklicherweise mit vereinten Kräften besiegen konnten, um Taiwa aus seinem Gefängnis zu befreien. Auch dieser wird up to date gebracht und dann setzt die Vierergruppe die Reise durch die phyrexianische Ödnis fort. Alles war statisch und regungslos, nur das Flackern und die Sorge der Wanderin wurden größer. Nach geraumer Zeit entdeckten sie am Horizont ein paar heruntergekommene Zelte. Zwischen ihnen konnten sie kleine Gestalten erspähen. Es waren glücklicherweise Schemen, die sich organisch bewegten, ja teilweise katzenhaft. Sie waren auf ein Lager Mirana gestoßen. Menschen mit bronzener Haut, in goldener Rüstung mit feinem Stoff. Dazwischen tänzelten ein paar Leoniden umher. Zeit zum Durchatmen. Für alle
Biss auf die Wanderin. Die Anstrengungen waren zu groß. Sie konnte den Kraftakt nicht mehr aufbringen und auf dieser Plane verweilen. Und das so kurz vor dem Ort, wo sie endlich hätte ausruhen können. Die drei übrig gebliebenen werden schroff, aber nicht unherzlich von Melira begrüßt, als sie das Lager erreichen. Sie klärt die Protagonisten über die aktuellen Geschehnisse auf Phyrexia auf und erläutert dabei, dass die restlichen Planeswalker bereits 2 Ebenen tiefer, ja, Phyrexia ist jetzt eine Welt mit verschiedenen Ebenen und Sphären, auf sie warten. Sie sei mit einem Trupp an die vermeintliche Oberfläche gekommen, um den Trip für sie etwas angenehmer zu gestalten und die Aufmerksamkeit der Phyrexianer auf sich zu lenken. Nach einem kurzen Geplänkel deutet Melira bedeutungsschwanger auf einen Punkt in der Erde und plötzlich bricht der Boden weg. Es entstand ein riesiges Loch in der monumentalen Fassade, das die Protagonisten in die Tiefe stürzen lässt. Die mächtige Lithomagierin sorgt allerdings problemlos für einen sanften Steingleitflug, bis sie bei Tieflicht landen, um dann von dort aus in die Schmelzofenschicht vorzudringen. Während ihrer Reise bekommen die Planeswalker noch eine kleine Lektion in Sachen Geografie Phyrexias. Phyrexia ist nämlich so ähnlich aufgebaut wie ein Schichtsalat und jeder Layer hat einen eigenen Namen. Mirudin, das, was dieser Ort ursprünglich mal war, oder Mirex, wie die Phyrexianer sagen, ist durch die Abwesenheit der Sonne richtig verödet. Ein perfider Plan, um den Widerstand der Einwohner zu brechen. Dennoch haben sich in Tieflicht sehr viele miranische Streitkräfte versammelt, um denen endlich ein Ende zu setzen und Mirudin wieder zu alter Schönheit zu verhelfen. Nachdem Nahiri alle sanft abgesetzt hatte, erreichen sie ein verlassenes miranisches Widerstandslager. Von dort aus kann man gut in die tieferen, gefährlichen Schichten vordringen, sagte die gegen die Vollendung immune Melira. Während sie nun durch einen Quasi-Tunnel weiter in die tieferen Schichten Phyrexias vordringen, gibt es bei Nahiri das böse Erwachen. Aus Nahiris kleiner Nackenwunde ragte plötzlich etwas Spitzes, Metallenes, kein Knochen, Öl anstelle von Blut. Sie war infiziert und damit verloren, aber was tun? Den Gefährten berichten? Wie? Und dann? Umbringen? Wer stirbt zuerst? Sie entschloss sich, so lange wie möglich hilfreich zu sein und behielt diesen Fakt ganz heimlich für sich. Zurück an die Oberfläche. Die Wanderin hat es geschafft, sich wieder zu materialisieren, leider zu spät. Das Lager der Miraner war dem Erdboden gleichgemacht. Sie rief nach Kaito, aber fand leider nur ein riesiges Loch und viel Geröll auf dem weit unten liegenden Boden. Sie macht sich schreckliche Vorwürfe, weil sie es nicht geschafft hat, die anderen zu warnen, wie schlimm es eigentlich um sie steht und wie groß die Bedrohung ist. Doch sie hat aktuell keine Chance, die anderen zu erreichen. Es muss jetzt einfach so reichen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet morgen auf dem Kanal Elder Demon Highlander ein. Einen Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, denn dort geht es um 12 Uhr mit der nächsten Episode der phyrexianischen Invasion weiter.